Hallo zusammen, ihr seid oft unterwegs und möchtet von eurem Smartphone oder von eurem Tablet auf die Geräte und Ressourcen eures lokalen Netzwerks zugreifen? Anhand einer Fritzbox ist das überhaupt gar kein Problem. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das richtig einrichtet. Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik-Channel mit dem Motto Technik für daheim. Heute geht es darum, wie richtet man eine VPN-Verbindung ein, damit ihr euch von euren Smartphones oder euren Tablets mit eurem lokalen Netzwerk über das Internet verbinden könnt. Wofür kann man das nutzen? Nun ja, also ihr könntet eventuell auf eure NAS-Systeme oder andere Systeme in eurem Netzwerk gesichert zugreifen. Oder aber, wenn ihr irgendwas streamen möchtet und es gibt Geoblockaden, weil ihr im Ausland seid, wie zum Beispiel in den USA, dann könnt ihr einen VPN-Tunnel zu eurem Heimnetzwerk aufbauen. Ihr bekommt dann eine deutsche IP und könnt ganz normal streamen, wie wenn ihr in Europa wärt. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn eventuell Fußball kommt und es dort zu irgendwelchen Geoblockaden kommt, dann könnt ihr diese einfach umgehen und ganz normal euer Fernsehprogramm wie gewohnt anschauen. Mit einer Fritzbox ist das auch sehr leicht zu realisieren und darum geht es in diesem Video. Und da steigen wir direkt ein. Um VPN einzurichten, loggt euch mit fritz.box an eure Fritzbox ein. Geht im Menü links auf System und dort auf Fritzbox Benutzer. Klickt auf Benutzer hinzufügen. Vergebt bei Benutzername den Namen eures neuen Benutzers an und vergebt darunter für den Benutzer ein Kennwort. Fahrt weiter herunter und setzt bei VPN einen Haken. Klickt auf Übernehmen. Bestätigt diesen Vorgang über euer Telefon. Ihr könnt euch nun die VPN-Einstellung bzw. die Anleitung zur VPN-Einrichtung auf dem Smartphone anzeigen lassen. Dies empfehle ich euch auf jeden Fall. Ihr seht nun unterschiedliche Daten. Als VPN-Typ nutzt Fritz hier IPsec. Die Serveradresse ist die Adresse, über die eure Fritzbox aus dem Internet erreichbar ist. Der Gruppenname und der Nutzername ist jeweils der Benutzername, den ihr vergeben habt, also bei mir Jan. Das Passwort ist das Passwort des Benutzers, welches ihr erstellt habt. Der Shared Secret ist ein zusätzliches Passwort, was die Fritzbox vergeben hat und wird zum Verbindungsaufbau ebenfalls benötigt. Am besten sendet ihr euch diese Daten an das Smartphone, welches ihr einrichten möchtet, entweder per E-Mail, per WhatsApp oder über irgendeinen anderen Dienst. Springen wir nun also auf ein iPhone. Geht dort in die Einstellungen und dann auf VPN. Klickt auf VPN-Verbindung hinzufügen. Tragt nun die entsprechenden Daten ein. VPN-Type auf IPsec umstellen. Description könnt ihr frei wählen. Hier nehme ich Fritz Home. Server. Kopiert hier die Daten der Mail, die ihr euch gesendet habt, heraus. Als Account nehme ich hier Jan, ihr euren entsprechenden Benutzernamen. Den gleichen Benutzernamen gebt ihr auch bei GroupName ein. Nun gebt ihr noch das Passwort des Benutzers bei Passwort ein und den von der Fritzbox generierten Code bei Secret ein. Speichert die Einstellungen ab und schiebt den Schieber bei Status auf ein. Nach Connecting kommt Connected. Oben rechts erscheint ein VPN-Symbol. Ihr seid nun über das Internet mit eurer Fritzbox verbunden und könnt nun auf die internen Ressourcen oder euren DVB-C-Empfänger zum Beispiel zugreifen. In der Fritzbox-Übersichtsseite seht ihr auch den korrekten Verbindungsaufbau bei dem Punkt Fremdzugang und der entsprechende Name steht dahinter. Auch im Logfile seht ihr die entsprechende Einwahl. So, da bin ich wieder. Ihr habt gesehen, es ist nicht wirklich schwierig, das Ganze einzurichten. Man muss einfach immer nur wissen, wo man was genau einträgt. Ein ganz großer Vorteil dieses VPNs ist im Bereich Streaming. Wenn ihr wirklich auf euer lokales Fernsehprogramm zum Beispiel zugreifen könnt, könnt ihr dies über eure Fritzbox und über VPN einfach machen. Wie ihr Fernsehsender über die Fritzbox anschauen könnt, habe ich hier in einem anderen Video beschrieben.